Zu hören und zu sehen gab es einen bunten Mix der weltbekanntesten Musicals. Von Klassikern wie Phantom der Oper und Tarzan bis hin zu einem Medley aus Mamma Mia und Falco. Diese Vielfalt war das Besondere an der Veranstaltung. Es werden quasi die Highlights auf die Bühne gebracht. Und das ist natürlich auch für die Zuschauer eine schöne Geschichte, weil man sich dann auch Appetit holen kann für andere Musical-Produktionen, wo man dann mal vielleicht das ganze Stück sich zu Gemüte führt. Also quasi so eine Beratung und man kann sich dann aussuchen, welches Musical man dann vielleicht später nochmal sich genauer anschauen möchte. Die Zuschauer schauten gebannt auf die mitreißende Performance der 14 Künstler. 6 Sänger und 8 Tänzer sorgten für ein Bühnenfeuerwerk aus schwungvoller Tanzakrobatik und weltbekannten Melodien. Da ist eine Menge Talent gefragt. In der Nacht der Musicals spielt jeder alles. Ja, das ist ja auch das Interessante daran. Also ich bin, Tarzan, der König der Löwen, ich bin Falco, ich bin Frankenfurter, alles Mögliche. Und sozusagen muss man innerhalb von ein paar Sekunden in eine neue Rolle schlüpfen. Und das ist halt die Schwierigkeit und auch die Kunst bei uns. Bei so vielen Showacts hat natürlich auch jeder Künstler sein persönliches Highlight. Für Alexander Kerbst ist das die Rolle des Falco, denn den spielte er bereits im Originalmusical. Das ist einfach eine super Rolle und das macht total Spaß, wenn man dann diesen Amadeus Amadeus, diesen großen Hit von Falco singt und das ganze Publikum mitgeht und mitklatscht. Das ist halt was ganz Tolles. Die Nacht der Musicals zählt zu der erfolgreichsten Musical-Gala in Deutschland. Denn nirgendwo sonst können die Zuschauer die berühmtesten Musicals an nur einem Abend auf nur einer Bühne erleben.